Und ich startete an einem Strand, irgendwo um nirgendwo, und damit hallo und herzlich willkommen zu Daisy Standalone. Ja, Daisy Standalone werde ich jetzt erstmal ein bisschen let's playen. Und für alle, die es nicht wissen, Daisy Standalone ist ein Survival Mode, also ein Survival Game, mit anderen Zombies und Mehrspielern. Ja, und in diesem Spiel ist halt das Überleben, sag ich mal, eine wichtige Sache. Deswegen muss man jetzt erstmal nach Ressourcen und Waffen und allem Möglichen suchen. Ja. Natürlich immer auf der Hut auch nach Zombies oder anderen Mehrspielern. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt erstmal da vorne in dieser Scheune umsehen. Und hoffentlich mal ein paar Gegenstände finden. Achso, das Inventarfenster wollte ich dann einmal noch zeigen. Also hier sieht man dann mich, die Kleidung, die ich anhab, und die Gegenstände, die ich habe. Und links sieht man, wo jetzt steht I need wing, was unser Charakter gerade alles an Lebensmittel oder alles Mögliche braucht. Zum Beispiel Schlaf, Trinken und so weiter. Ja, zudem ist Daisy Standalone erst eine Alpha, das heißt, es ist noch nicht die vollständige Version. Die wird wahrscheinlich Mitte dieses Jahres erst rauskommen. Und deswegen könnte das Spiel noch ein paar Bugs enthalten. Zum Beispiel, dass man sich, wenn man mit zwei Leuten auf der Treppe rumläuft, sich die Beine bricht oder so. Ja. Grafik ist natürlich auch noch nicht ganz so hoch wie bei anderen Spielen. Das wird sich ja wahrscheinlich auch noch mit den Updates verbessern. Mal schauen, wo es denn hier reingeht. Ja, jetzt haben wir bis jetzt erstmal nur die Fäuste. Da liegt doch. Nee. Wo gehen wir denn am besten zuerst in das Dorf da hinten? Oder nach da vorne? Am besten mal erstmal zum Dorf. Da ist doch irgendwas. Das Zombies? Nein, das ist nur ein Baum. Oh Mann. Mit der Steuerung muss ich mich leider auch noch ein bisschen einfinden, deswegen könnte das noch mal ein bisschen hakelig werden, zum Beispiel im Sichtfeld und allem. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir hier Nahrung finden. Zum Beispiel unser Charakter ist durstig, wie er schon unten ein paar Mal angezeigt hat.
Jetzt schauen wir uns erstmal hier in den Häusern. Alter, pack ich. Aber man kann nicht mal jede Tür öffnen. Hier war schon wohl schon wer und hat schon alles ausgeräumt, sieht so aus. Ich kann auch nicht öffnen. Kann ich die Tür nicht öffnen? Dann wieder raus. Sind alles noch, das erste ist alles noch ein bisschen, sag ich mal, öde, weil man erst alle Ressourcen und so suchen muss. Das hier war wohl mal ein Strebergarten. So, toll, jetzt haben wir einen Stein aufgehoben. Da. Ein Buch? Das können wir aber nicht nehmen. Noch eine Jacke. Können wir die direkt anziehen? Wohl nicht. Den können wir auch nicht öffnen. Aber hier. Ah, hier ist wohl trinken. Was ist das? Oh, jetzt trinkt er erst. Hier aufmachen? Nein. Nein, nicht Wink. Wir haben keinen Platz mehr. Wir brauchen erstmal einen Rucksack vorher, bevor wir Vorräte sammeln. Alter, was für das für ein Bug in der Tür eingedrückt. Ey. Rucksack, wo kriegen wir wohl einen Rucksack her? Dass der zu hohl ist. Oh. Pack den Hände weg. Was ist das? Walkie-talkie. Blutige Klamotten. Kaputter PC. Können wir auch nichts machen. Gucken wir mal weiter.
Vielleicht was zu trinken. Einen Rucksack bräuchten wir. Ist da drunter was? Nein. Mit den Türen hier durchgehen, das ist aber... Das müssen wir unbedingt patchen, ey. Das ist voll buggy. Die können wir wieder nicht aufmachen. Alter, warum rennt der jetzt? So. Das geht auch nicht auf. Wir brauchen Rucksack. Hier vielleicht in so einer Scheune. Der geht nicht auf. Jetzt der Kessel oder da unten liegt noch was? Nee, doch nicht. Auch nichts. So langsam sollte man aber mal ein paar Gegenstände finden. Ey. Da geht's nicht raus. Nee, ist auch nichts mehr. Jetzt haben wir gleich jedes Haus abgeklappert und immer noch keine Rucksack oder nichts gefunden. Vorher noch das Haus. Wahrscheinlich müssen wir erst in die Stadt gehen, aber das wäre man wahrscheinlich erst in der nächsten Folge, wenn wir jetzt nichts finden. Hier noch mal rein. Boah, diese Fliegengeräusche, ey, die schrecke ich mich immer vor. Kannst du die nicht nehmen? Warst doch durstig hier. Doch, ich dachte, ich kann jetzt mal den Schrank öffnen, aber nein. Schuhe. Warum muss man sich... Ach, kann man nicht nehmen. Ist das ein Apfel? Auch. Nichts Besonderes. Ja, erstmal nach oben. Toll, der Raum hat es ja voll nicht gebracht, wenn man hier nicht mal die Türen öffnen kann. Unter die Betten. Ach, da sieht man gar nichts. Haben wir jetzt hier alles abgesucht? Da hinten ist noch eine Tür. Bestimmt auch nichts Besonderes mehr. Mach drauf. So. Ja, also bis hierhin haben wir jetzt noch nicht viel gefunden, außer Essen und Trinken.
Ja, in der nächsten Folge werde ich mal probieren, zur Stadt zu kommen. Vielleicht da einige Gegenstände finden. Und dann verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Video.